Verdammt, schon wieder verloren. Die Karten, die ich da gegen mich benutze, sind aber auch viel zu stark. Nutzen wir die Gelegenheit doch einfach mal, um über 5 der stärksten Pokémon-Karten aller Zeiten zu sprechen. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und das Base-Set. Und in diesem Base-Set kam Turtok. Turtok hat die Fähigkeit Regentanz, was dir erlaubt, beliebig oft vor deinem Angriff Wasserenergiekarten an deine Wasser-Pokémon anzulegen, was die komplette Mechanik des Spiels bricht und diese Karte einfach unfassbar stark macht. Solltet ihr das TCG nicht kennen, dann lasst mich das ganz kurz erklären. Die Angriffe sind normalerweise um die Energiekosten herum gebalanced. Das heißt, je stärker ein Angriff ist, desto mehr Energiekarten müssen an das Pokémon angelegt sein, damit es den Angriff benutzen kann. Pro Runde darf ein Spieler nur eine Energiekarte an ein Pokémon anlegen und kommt jetzt eine Fähigkeit wie die von Turtok daher, dann ist das natürlich unfassbar stark und bricht das komplette Balancing der Attacken. Als nächstes auf der Liste haben wir eine Trainerkarte und zwar Cynthia, die am 2. Februar 2018 im Set Ultra Prisma erschienen ist. Später wurde sie auch im Set Verborgenes Schicksal noch einmal gereprintet, das ist allerdings relativ irrelevant, da das Set nicht turnierlegal ist. Cynthia hat einen sehr einfachen Effekt. Sie erlaubt es uns nämlich, unsere Hand ins Deck zu mischen und 6 neue Karten zu ziehen. Im Pokémon TCG ist es relativ einfach, seine Hand freizukriegen. Wir können bis zu 5 Pokémon auf die Bank legen. Wir haben Karten wie den Hyperball, wo wir für 2 Karten von unserer Hand eine Karte aus dem Deck holen können und eben -1 gehen. So ist es relativ einfach, die Hand frei zu bekommen. Und Cynthia erlaubt uns dann einfach im besten Fall 6 neue Karten zu ziehen, was in manchen Situationen sogar einfach das Spiel gewinnen kann. Als nächstes haben wir dieses Lashoking aus dem Set Neo Genesis aus dem Mai 2001 auf der Liste. Und Lashokings Fähigkeit besagt, jedes Mal, wenn dein Gegner eine Trainerkarte spielt, darfst du eine Münze werfen und bei Kopf hat die Trainerkarte einfach keine Auswirkungen. Diese Karte ist allerdings absolut ungeplant so stark, denn was diese Karte so stark macht, ist ein Übersetzungsfehler. Im Japanischen hat dieser Effekt nämlich nur gegriffen, wenn Lashoking das aktive Pokémon war. Dieser Teil ist in der Übersetzung aber einfach weggefallen, das heißt, der Effekt greift auch, wenn Lashoking einfach nur auf der Bank liegt. Dadurch ist es natürlich viel schwerer anzugreifen oder einen Statuseffekt auf Lashoking zu bekommen, um den Effekt auszuschalten. Und wenn du gegen Lashoking spielst, läufst du einfach bei jeder Trainerkarte, die du spielst, Gefahr, dass sie einfach nichts macht und du eine Karte verlierst. Auf Platz 4 haben wir 2 Pokémon, und zwar zum einen Deponitox aus den Sets Turbofieber, Plasmafrost, Hoheit der Drachen und Legendary Treasures und Slimog aus dem Fossil-Set. Ich habe hier einfach mal beide Pokémon auf die Liste gepackt, da sie sehr ähnliche Effekte haben. Jedoch ist Slimog die stärkere und Deponitox die angepasstere und modernere Variante. Die Fähigkeit von Deponitox, Unratoxin, liest sich folgendermaßen. Wenn an dieses Pokémon eine Pokémon-Ausrüstung angelegt ist, hat jedes Pokémon im Spiel, in der Hand, bei der Spieler oder im Ablagestapel bei der Spieler keine Fähigkeit, in Klammern, außer Unratoxin. Das heißt, dieses Pokémon blockt einfach die Effekte von allen anderen Pokémon im Spiel, was verdammt stark ist. Allerdings hat es hier die Beschränkung, dass eine Pokémon-Ausrüstung an Deponitox angelegt sein muss, und diese ja auch durch Karteneffekte durch den Gegner wieder entfernt werden kann. Anders ist es bei Slimog, dessen Pokémon-Power Giftgas sich folgendermaßen liest. Ignoriere alle Pokémon-Power außer den Giftgasen. Diese Fähigkeit verliert ihre Wirkung, solange Slimog schläft, verwirrt oder gelähmt ist. Ihr seht schon, warum ich die Pokémon zusammen auf einen Listenplatz gepackt habe. Die Effekte sind sehr ähnlich. Allerdings ist meiner Meinung nach der von Slimog ein bisschen stärker, da er zwar durch Statuseffekte eingegrenzt werden kann, allerdings nicht diese Beschränkung hat, dass eine Ausrüstungskarte an Slimog angelegt sein muss. So oder so sind beide Effekte verdammt stark und meiner Meinung nach absolut zu Recht auf dieser Liste. Kommen wir nun zum letzten Platz auf dieser Liste und der geht an Shaymin EX. Und bei Shaymin ist es nicht zwangsläufig die Fähigkeit, was es so extrem stark macht. Die Fähigkeit ist sehr gut, keine Frage, aber es ist die Kombination aus Fähigkeit und Angriff, die es so verdammt potent macht. Seine Fähigkeit Aufbauen besagt, wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst und auf deine Bank legst, kannst du so viele Karten ziehen, bis du 6 Karten auf der Hand hast. Im Grunde genommen ist es schon mal sehr gut. Ich habe euch ja vorher schon erklärt, wie man am besten seine Hand freikriegt, um den größten Value aus dieser Karte zu ziehen.
Allerdings kommt an der Stelle noch sein Angriff Himmelsgerbe dazu, der 2 Farblosenergien als Kosten hat, 30 Schaden macht, der Schaden ist absolut irrelevant und den Effekt hat, nimm dieses Pokémon und alle daran angelegten Karten zurück auf deine Hand. Alle daran angelegten Karten heißt natürlich auch die Energiekarten. Die Kosten für den Angriff Himmelsgabe betragen genau 2 Farblosenergien, das heißt, eine Doppelfarblosenergie reicht an der Stelle absolut aus, um die Kosten zu decken. Und ihr bekommt dann einfach Shaymin plus die Doppelfarblosenergie zurück auf eure Hand. Das heißt, in der nächsten Runde könnt ihr Shaymin wieder spielen und könnt wieder seinen Effekt ziehen. Das heißt, wieder Karten ziehen, bis ihr 6 Karten auf der Hand habt. Und meiner Meinung nach ist es die Kombination aus diesem sehr starken Effekt und der Möglichkeit, diesen Effekt ja quasi beliebig oft einzusetzen, was diese Karte so verdammt stark macht. Und ich würde auch behaupten, es ist die stärkste Karte hier auf dieser Liste. So, das soll es von der Liste gewesen sein. Ich hoffe, die Liste hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen. Welche sehr starken Karten, die ich jetzt in dieser Liste noch nicht genannt habe, kommen euch noch in den Kopf? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Hey, I know, I'll use my trusty frying pan as a drying pan. Dry.